Wir bauen uns unsere Welt, wie sie uns gefällt. Das ist auch gar nicht so schwierig, weil wir wir brauchen gar keine Kraft verschwenden, um ein System zu bekämpfen, was wir eh nicht gut finden, und unsere Aufmerksamkeit dem ständig zu schenken, wie wir es heute nochmal bei Puls alle gemacht haben, hat eh keinen Zweck gehabt. Die wollten nichts von Geldschöpfung hören. Frau Störmann saß die ganze Zeit da, hat sich zu Wort gemeldet. Die Moderatorin musste es leider negieren. Das passt hier ja nicht rein, das passt heute nicht. Wir haben heute den Finanzminister hier. Da passt ja nicht das Thema Geldschöpfung rein. Das geht ja nicht. Und dass das Geld aus Luft geschöpft wird, das kann uns Franz gleich auch noch mal kurz erklären, wer das noch nicht kennt, dieses Infomoney und dieses Ubuntu-Prinzip von Michael Tellinger, der gerade in Afrika zu den Wahlen angetreten war. Ubuntu ist ein Swahili-Wort und bedeutet, ich bin, weil wir sind. Und das ist auch so. Aber ihr seid auch, weil ich bin. Das ist die eigentliche natürliche Wertschöpfung. Wenn ich mich selbst ermächtige und das tue, was mir Spaß macht, was ich am besten kann, dann bin ich sehr produktiv und ich kann viel Kunst, in meinem Sinne jetzt Musik zum Beispiel machen oder Wortkraftschwingung.de, bisschen Schleichwerbung, muss ja auch mal erlaubt sein. Dann kann jeder das in die Gesellschaft einbringen, was seine höchste Qualität ist. One moment of excellence after one moment of excellence. Eins nach dem anderen. Immer wieder mein Bestes. Und davon haben alle was. Und wenn einer anfängt...